Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich vor meinem 18. Lebensjahr beim Studentengottesdienst hier vor euch stehen würde, um zu predigen. Aber ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich trotzdem in meinem jungen Alter, obwohl ich auch so ein schwacher Sinner bin, als sein Prediger aufgestellt hat, dass ich zu euch predigen darf. Und deshalb glaube ich auch an Gott, der mir heute hilft, mit der Vollmacht Gottes die Botschaft weiterzugeben und als geistlicher Leiter zu wachsen. Der Titel meiner Botschaft lautet Daniels Vision vom Antichrist. Der Text ist aus Daniel, Kapitel 8, die Verse 1 bis 27. Der Leitvers ist der Vers 25. Und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen und es wird ihm durch Betrug gelingen. Und er wird überheblich werden und unerwartet wird er viele verderben und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten. Aber er wird zerbrochen werden, ohne Zutun von Menschenhand. Vor der Botschaft möchte ich kurz beten. Lieber himmlischer Vater, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir dein Wort aus Daniel 8 studieren dürfen. Danke, dass wir heute kennenlernen dürfen, dass du der Sieger über den Antichrist bist und wie wir gemäß deinem Ratschluss in der Endzeit als die geistlichen Sieger leben dürfen. Fülle mich in dieser Stunde mit deinem Geist, dein Wort vollmächtig weiterzugeben. Ich bete im Namen Jesu. Amen. In der vergangenen Woche haben wir Daniels erste Vision über die vier Tiere und den Menschensohn kennengelernt. Die Reiche der Welt kommen und gehen eins nach dem anderen. Aber Gott ist am Anfang und am Ende. Er hat seinen Ratschluss treu erfüllt und schließlich den Menschensohn, den Christus, gesandt und das Errettungswerk vollbracht. Am Ende wird der Menschensohn den endgültigen und ewigen Sieg beanspruchen. Der Menschensohn, Jesus Christus, ist die wahre Hoffnung für alle Menschen und das Evangelium, das wir zuvor allen Menschen verkündigen dürfen. Im heutigen Text geht es um Daniels zweite Vision. Die zweite Vision ist eine Konkretisierung der ersten Vision. Vor allem wird das Auftreten des Antichrist vorausgesagt. Das Auftreten des Antichrist ist gleichbedeutend mit dem Vorliegen der Endzeit. Die Lehre über den Antichrist bzw. über die Endzeit ist unangenehm, aber sehr notwendig und für uns sehr hilfreich. Lasst uns heute kennenlernen, wie wir die Endzeit erkennen und gerade in dieser Endzeit als geistliche Sieger leben und Gottes Werk und Ratschluss einflussreich dienen dürfen. Amen. Teil 1. Daniels Traum vom Widder und vom Ziegenbock. Sehen wir uns die Verse 1 und 2 an. Lesen wir diese Verse auch gemeinsam. Bitte. Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsasar erschien mir Daniel ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulan. Die zweite Vision empfing Daniel im dritten Jahr des Königs Belsasar. Er war der letzte König des neobabylonischen Weltreiches. König Belsasar kannte die Geschichte von König Nebukadnezar dem Großen und seiner Begegnung mit Gott durch Daniel. Aber er war ein lernunwilliger Mensch. Er wollte sich nicht die Mühe machen, von den geistlichen Erfahrungen seines Vaters zu lernen. Zu der Zeit Belsasars hörte man nicht mehr auf Daniel. Er durfte zwar seinen Arbeitsplatz behalten, aber ansonsten wurde er von den Königen ignoriert. König Belsasar hörte nur auf die Berater, die ihm nach dem Mund redeten. Im babylonischen Königreich breitete sich vom König ausgehend eine Spiel- und Vergnügungsmentalität aus. Es war letztendlich ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Das neobabylonische Reich steuerte klar auf seinen Untergang zu. Es war für Daniel persönlich eine sehr schwierige Zeit. Er musste sich fragen, ob nun auch für ihn das Ende gekommen war. Aber in dieser Situation verzweifelte er nicht. Er liebte Gott. Die 11 Jahre der Herrschaft Belsasars waren für Daniel keine verlorene Zeit. In dieser Zeit vertiefte er sein Gebetsleben. Mehr als zuvor sann er über Gottes Wort Tag und Nacht nach. Da wurde er mit geistlicher Einsicht und Vision erfüllt. Er konnte aus dem Gefängnis der begrenzten menschlichen Denkweise ausbrechen.
Durch das Nachsinnen über Gottes Wort und das Gebetsleben konnte er die absolute Souveränität Gottes in der Geschichte erkennen und die Hoffnung Gottes für die folgenden Generationen aufschreiben. Sehen wir uns die Verse 3 und 4 an. Lesen wir diese Verse auch gemeinsam. Bitte. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss. Der hatte zwei hohe Hörner, doch eins höher als das andere, und das höhere war später hervorgesagt. Ich sah, dass der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden hin. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet werden, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. In seiner Vision befand Daniel sich in der Festung Susa im Lande Ulai, im Lande Elam am Fluss Ulai. Die Stadt Susa befindet sich im heutigen Iran, nahe der Grenze zum Irak, damals genannt Elam, dem Kern- und Ursprungsland der persischen Kultur. Diese Stadt gehörte damals noch zum neobabylonischen Weltreich. Später würde sie eines der vier Hauptstädte des persischen Weltreiches werden. Der Fluss Ulai versorgte die Stadt Susa mit Wasser. Man sagt, dass der Wassergeschmack so gut war, dass die persischen Könige gerne das Wasser aus dem Fluss Ulai tranken. An diesem Fluss Ulai sah Daniel in seiner Vision einen Widder mit zwei unterschiedlichen Hörnern. Gemäß Vers 20 repräsentiert der Widder die Könige von Medien und Persien. Medien ist hier wahrscheinlich das zuerst gewachsene Horn. In der medischen Konföderation war Persien zunächst nur Juniorpartner. Aber unter dem persischen König Kyros II., auch genannt der Große, wurde Persien die dominierende Macht in diesem Bündnis. So ist Persien das Horn, das später hervorgewachsen ist, aber am Ende das größere Horn war. Das persische Reich unter König Kyros II. Und seinen Nachfolgern eroberten einen Großteil der damals bekannten Welt. Zuerst Lydien im Westen, Babylon im Norden, schließlich Ägypten im Süden. Zur Zeit seiner größten Ausdehnung reichte es von Lydien im Westen bis an die Grenzen Indiens im Osten. Lesen wir auch die Verse 4, 5 und 6. Bitte. Und indem ich darauf achtete, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah. Und er lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu. Während Daniel in seiner Vision noch den Widder bewunderte, wurde seine Aufmerksamkeit plötzlich auf einen Neuankömmling gelenkt. Im Westen erschien ein Ziegenbock mit einem ansehnlichen Horn zwischen seinen Augen auf der Bildfläche. Gemäß Vers 21 repräsentiert der Ziegenbock den griechischen König. Aus der Geschichte wissen wir, dass es sich um den griechischen König Alexander der Große handelt. Dieser unternahm ab 334 vor Christus einen Rachefeldzug gegen das persische Reich. Wie ein Ziegenbock, der ohne den Boden zu berühren über die ganze Erde bis nach Susa kam, unterwarf Alexander der Große in nur 4 Jahren das riesige persische Weltreich. Er gilt heute als einer der größten Eroberer, den die Welt je gesehen hat. Das makedonische Weltreich trat an die Stelle des persischen Weltreiches. Aber in Vers 8 sah Daniel bereits in seiner Vision den Niedergang dieses Weltreiches voraus. Als das Horn des Ziegenbocks am stärksten geworden war, zerbrach es. Auf dem Höhepunkt seiner Macht starb Alexander der Große im Alter von nur 33 Jahren. Seine Generäle, die auch die Diadochen genannt werden, teilten sein Reich unter sich auf.